Halli, hallo und herzlich willkommen zum Let's Pack aus Unboxing Teil 2 von meinem letzten Video, was ich von der lieben Laura gekauft habe. Nochmal herzliche Grüße an dich, Laura. Hi. Und ja, jetzt machen wir mal noch den Teil 2 von den Sammelkarten. Wir machen gleich mal hier weiter. Eine Ruppelkarte. Hier gleich noch eine. Ja. Hier kommen gleich mal ein paar Ruppelkarten nacheinander. Auch schön. Wenn ich sie doppelt gehabt hätte, hätte ich sie, wie ich im letzten Video angesprochen habe, als Dings genommen für mein Gewinnspiel. Weil das sind solche Rubbelkarten auch noch geil als Preis, so als Überraschungskarte, das zu nutzen. Aber ich denke mal, wenn ich es nicht vollständig bekomme, muss ich mir eh noch mal solche Karten kaufen. Und da habe ich dann auf jeden Fall dann welche doppelt. Irgendwann. Und die kann ich dann halt für Gewinnspiele nutzen. Aber sind echt schöne Karten. Und ich finde es auch sehr schön, dass es Glanzkarten sind. Weil Glanzkarten sind schöner, als wenn sie matt sind. Ich mache jetzt mal etwas schneller, weil ich da noch ein ganzes Stück paar liegen habe. Und ich will das Video auch nicht unbedingt so lang in die Länge ziehen. Ne? Ihr wisst, für das Video reichen ungefähr 10 Minuten aus, vollkommen. Und unbedingt über 10 Minuten möchte ich hier so ein Unboxing-Video auch nicht machen. Da mache ich lieber mehrere Teile daraus. Und da hat sie einen Tag hoch. Ah, hier ist noch eine Ruppelkarte. Sehr schön. Und hier ist noch mal eine. So, weiter geht's. Ja, vielleicht noch mal eine Ruppelkarte. Oh, jetzt habe ich ja einige Ruppelkarten hier. Klasse. Muss dann am Ende des Videos mal schauen, ob ich was doppelt habe. Wenn ich doppelte habe, die werden sich dann gleich aussortieren für Gewinnspiele etc. Weil man die echt gut für Gewinnspiele nutzen kann. Durch Ruppelkarten, durch Überraschungskarten. Man kennt zwar schon manchmal, was es für ein Drachen ist. Aber kann man trotzdem gut dafür verwenden. Und bei den doppelten Karten beispielsweise beim Gewinnspiel dazulegen. So. Jetzt kommen die letzten. Und nochmal ganz lieben Dank an die Laura für die Karten. Hier ist wieder eine doppelte. Und für die DVD. Und ja, wenn du was verkaufst, bin ich natürlich dein Ansprechpartner Nummer 1. Ich kaufe dir dann die Sachen gerne ab. Bei mir weißt du auch, dass es wirklich in gute Hände kommt, was solche Sammelsachen angeht von Dragons. Und ja, ich werde damit auch auf jeden Fall sehr gut umgehen. Aber das weißt du ja schon, liebe Laura,
dass ich mit solchen Sachen wirklich gut umgehe. Na? Und ja. Oder guten Drachenfans und Drachenkumpels macht man ja sowas auch dann gerne. Ich schaue es nochmal mit den Ruppelkarten nach. Ob ich da ein bisschen doppelt habe. Wäre natürlich cool. Wenn ich da irgendwas doppelt habe. Für euch. Muss ich erst mal schauen. Nee, bei den Rubbelkarten ist nichts Doppeltes dabei. Schade. Jetzt hätte ich das nutzen können für Gewinnspiele etc. Aber okay. Das waren jetzt alle Sammelkarten. Und ja, das war's dann auch mit Teil 2 dieses Unboxings. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Lasst wie immer gerne euer Feedback da, einen Daumen nach oben, also Like oder ein Abo, wenn es euch wirklich sehr gefallen hat. Ich würde mich über alles sehr freuen. Und nun sagt euer Darth Steffen zockt. Auf Wiedersehen. Möge das Drachenreiterblut mit euch sein. Und ich sende nochmal ganz liebe Grüße an die liebe Laura. Und bedanke mich für die schönen Sachen. Und jetzt sage ich Ciao mit V. Und wir sehen uns zur selben Stelle, selben Welle wieder. Auf Wiedersehen, euer Darth Steffen zockt. Bye, bye, bye.